Jo, hey Leute, willkommen zu diesem Video. Heute schauen wir uns mal ein Easter Egg auf der Trainingsmap an. Das ist vermutlich das offensichtlichste oder das vermutlich auch schon bekannteste Easter Egg, was es gibt. Aber ich dachte, das muss auf jeden Fall rein, weil es eine sehr, sehr geile Idee ist von ihnen. Und ja, irgendwo muss man mal anfangen. Ich habe noch ein paar, die werden in den nächsten Folgen, wird es auf jeden Fall sehr, sehr krass. Das könnt ihr mir glauben, da ist noch einiges, was man hier auch auf der Trainingsmap finden kann. Ja, ich zeige euch auf jeden Fall, wie ihr heute mal zu diesem Trainingsparcours kommt, der ein bisschen versteckt ist. Er ist nicht wirklich offiziell ausgeschildert. Man sieht es teilweise auf der Map. Wenn man mal guckt, sieht man, dass hier immer so komische Sachen rumfliegen in der Luft oder auch. Also es ist gut implementiert, weil es ist eh so ein bisschen in die Luft gesprengt und es passt alles so einigermaßen, aber irgendwie kommt es einfach komisch vor. Ich bin tatsächlich rein zufällig drauf gekommen, weil ich war so hier an dem Trainingsstand und habe mir hier einfach ein bisschen so geübt und ein bisschen geschossen und dann dachte ich mir so, hatte ich kurz keine Lust mehr, bin ein bisschen so rumgelaufen, habe mir so die Map angeschaut und dachte mir so, die Treppe ist aber auch komisch, wo führt denn die hin? Ich guck so, hier ist nichts, hier ist so ein Raum, ich will da so reingucken, man sieht einfach absolut gar nichts. Dann dachte ich mir so, okay, ist einfach kein Dach drauf und ich hatte damals noch den Race-Charakter und der hat ja dieses Dynamit, mit dem man sich so hochboosten kann. Und dann dachte ich, gehe ich mal einfach mal hier aufs Dach. Kommt man dann drauf? Ja, geht noch. Dann dachte ich so, oha, ich bin ein krasser Motherfucker. Ich kenne hier irgendwelche geheimen Sachen und so. Hab mich voll gefreut, dass ich was gefunden habe. Und dann sehe ich so hier raus und sehe plötzlich so dieses Seil. Ja, und dann ist mir das erst aufgefallen hier mit diesem Trainingskurs. Was ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass ich ein bisschen gecheatet habe, weil das gar nicht der offizielle Anfang ist. Also, wenn man jetzt mal hier zum Spawn geht, hier spawnt man ja, dann kann man im Prinzip eigentlich umdrehen, das ist glaube ich schneller. Und dann geht man einfach hier lang, da unten ist nichts, da habe ich schon geguckt. Dann geht man einmal hier rüber und dann sieht man schon diese Dings, und noch eine Runde begonnen. Und dann sieht man sieht hier diese blauen Fußspuren und die muss man einfach folgen. Einfach folgen, dann da lang, ihr habt sie am Anfang im Video gesehen. Dann geht's hier komplett entlang. Da. Es gibt auch überall diese Zurücksetzen-Points, wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann macht ihr da drauf, weil es gibt diese Checkpoints, wenn ihr jetzt sterbt. Dann werdet ihr wieder an den Checkpoint zurück teleportiert und müsst nicht komplett von vorne anfangen. Das ist, glaub mir, das ist sehr, sehr hilfreich, weil da sind teilweise echt schwierige Sprünge dabei. Ja, dann kann man nämlich hier rein, da kommt man hier in dieses, kommt da jetzt so hier rein, ja, hier rein, wo ich mich hier reingeglitscht habe. Also wenn ihr keinen Bock auf den Anfangspart habt, könnt ihr ein bisschen, lass mich raus, ein bisschen schummeln. Ja, da geht's hier weiter, ihr geht auf das Dach, einmal komplett hier rüber und dann einmal hier rüber auf das Dach und dann einmal komplett den Turm da hoch. Und dann könnt ihr hier den ganzen Turm einmal hochklettern bis ganz oben. Bis ihr einmal ganz oben seid, so kann ich mich da jetzt einmal hochcheaten. So, ja, Runde abgeschlossen. Und dann seht ihr hier diesen Pokal. Und in diesem Pokal ist auch so ein Teddy drin. Der Teddy ist auch nochmal ein kleines Easter Egg, da werde ich vielleicht in den folgenden Videos mal drauf eingehen. Ist auch ein relativ bekanntes und sehr häufiges Easter Egg, weil dieser Teddy verbirgt sich überall auf der Map. Also auch auf den Competitive Maps. Da werde ich euch in den folgenden Videos auf jeden Fall nochmal was zeigen. Ja, aber es ist wie gesagt einer der, sag ich mal, bekannteren Easter Eggs, die es in dem Game hier zu finden gibt. In den nächsten Videos zeige ich euch auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die sehr, sehr krass sind und auch sehr, sehr wilde Theorien darum bereits bestehen. Ich sag mal so, ein Battle Royale Modus in Valorant? Man weiß es nicht, aber wir schauen uns auf jeden Fall ein paar Sachen an und dann kann jeder sich mal seine eigene Meinung bilden. Und vielleicht erwartet uns noch der ein oder andere Modus in Valorant. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das können wir dann noch diskutieren. Aber seid gespannt, da kommt noch das ein oder andere spannende Video in den nächsten Tagen. Und bis dahin, sage ich, bleibt gesund, bleibt sauber, baut keine Scheiße und so, ihr wisst Bescheid. Na, nein. Und ciao, macht's gut, hau rein. Ciao.